My home was beautiful, but a shadow fell across the land. I was forced to run, but now I've returned for one reason. Vengeance. Time has come to stop running, to move in the shadows, to hunt them down one by one. Bring light back to my home. The box is empty, or should I say, incomplete. Where is the rest of it? We know who you are. We know who you were. You've come far for someone who was merely once a concubine. I will ask you again, assassin. What is this box? Where did it come from, and what is its purpose? Why continue to resist us? Look around you. No one is coming. We wiped out your order. There is no escape from here. Why would I want to escape? I am exactly where I want to be. Such arrogance! Ma Yongcheng will make you talk. Let him try. No wonder your kind fell so far. My kind isn't done yet. Die Flucht. 15.2.26. Ich weiß gar nicht mehr, wann Teil 2 gespielt hat. Mit Enzio. Was? Irkutze? Nachdem sie sich gefangen nehmen hat lassen, um näher an Gaofeng, war das Gaofeng gerade? Einen von Zhang Yongs Tigern heranzukommen, muss Xiao Yun nun aus ihrem Gefängnis entkommen und ihre Ausrüstung finden. Sobald sie wieder im Besitz ihrer Waffen und Geräte ist, beginnt die Jagd auf Gaofeng. Upgrade. Verbesserte Gesundheit. Nebenziele. Oh, das ist unsere einzige Aufgabe und das Upgrade. Nebenziele. Die Assassineninformationen Hong Livet retten. Belohnung 100. Was? 100. XP, Goldtaler, Jade, Scherben, keine Ahnung. Okay, wir werden es herausfinden. Ich bin auch gespannt auf die Steuerung. Time to get out of this cage. Naja, mit... Oh, cool. Doch. Ganz nett. Jetzt bin ich gespannt, ob ich überhaupt die Maus... Ach, die Maus brauche ich. Okay. Okay, da oben steht's. Linke Maustaste. D. Ist nach links. Gut, geht. Also, wir spielen mit... Was? Mit der Was-Taste, denke ich mal. Obwohl, nee, oben und unten geht noch nicht. Vielleicht kommt das noch. Leertaste ist... nee, Leertaste ist nicht springen. Nur wenn ich nach vorne oder zurück, also links oder rechts drücke, ist es springen. Okay, C. C kann ich auch noch nicht mehr verwenden. Ich denke, ich muss hier das Tutorial mitmachen, denke ich mal. Okay. Ach, ich muss hier hinterspringen. Echt? Vielleicht? Nee. Ey, da ist eine Taste. Ich will die drücken. Da steht extra ein Pfeil nach hinten. Ich will nicht jetzt die Gefangene verpassen. Ich muss doch hier nur einen befreien.
Okay, die sehen ein bisschen abgemagert aus da hinten, die Jungs. Vielleicht auch nicht. Vielleicht soll das nach oben springen bedeuten? Ach so, für hier. Okay, ich war mal wieder zu voreilig. Sieht schon cool aus, dafür, dass es ein 2,5D-Spiel ist. Okay, W. Also einfach weiterlaufen. Crouchen, wie Control. Crouchen. Okay, dann haben wir wahrscheinlich noch eine Taste Schleichen, bestimmt auch noch. Ach nee, das ist dann automatisch Schleichen. Okay. Okay, ohne was zu drücken, kommen wir drüber. Okay, okay. Ups, der arme Junge. Fall noch um Sprinten, probieren wir gleich aus. Nein, ist es nicht. Vielleicht ist es das C oder so. Nee, kann auch nicht sein. Wäre ein bisschen blöd mit der Steuerung. Hopp. W. Ah, nach oben. W. Der Fall nach oben hat gar nichts zu bedeuten, ich glaube. Weil nach oben wäre eigentlich für mich W und ich fall nach oben. Ja, ich weiß. Das sollte bloß bedeuten, ich muss da nach oben klettern. Es sind jetzt noch die... Naja, ich sag mal hier, wir werden die ganzen Tasten noch erklärt. Ein kleines Intro. Oh. Tölle. Psst. Oh. M? M ist Karte. Okay. Cool. Hier können wir uns auch bewegen. Mit G können wir zoomen. Bringt nix. F können wir da zoomen. Okay. Passiert nix. Ich dachte, wir können vielleicht nur das sehen, was wir schon waren. Oh. Ja gut, da es 2D ist, ne? Aber dass man sich alles schon angucken kann, wo es hingeht. Interessant. Also dadurch sieht man ja natürlich auch, wo vielleicht noch was versteckt ist. Hm. Oha. Das ist an sich cool. Auf der anderen Seite hin, ja, vielleicht auch keine, dann kann man die Überraschung natürlich. Hier ist bestimmt das zweite Ziel, die Tussi. Okay, ich gehe erstmal wieder raus. Warte mal, Legende gibt's auch noch. Bewegen und zurück, okay. Gut, gut, gut. Was ist das da? Ach, nur Licht, okay. Um zu springen. Gut, die Renntaste haben wir noch nicht. Aber, oh, da geht's aber runter, ne? Ich würde jetzt zu gern jetzt mal da runter gucken. Aber ich kann den noch nicht nach unten drücken. Ich würde es eigentlich nicht riskieren, jetzt schon zu sterben. Ah, okay, war ja klar. Über Crouchen, die Taste ist Jump, rennen. Hopp. Oh, jetzt habe ich auch Glück gehabt. Jetzt wäre ich mutiger. Renne, 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 renne. Zack. Was? Warum finken? Informationen? Okay. Wissen wir doch schon. Das sind für die, die jetzt nicht gelesen haben. Moment, kommen wir da irgendwie hoch? Ne, kommen wir nicht. Wo, da geht's hoch. Ah, okay. Fallen lassen ist was? C. Schnell nach oben springen geht auch. Gut. Warum soll man das in die Steuerung reinkommen, ey? Shane.
Moment. Hier ist doch was. Ein Animus-Fragment. Also was wird so... Oh cool, ich hab keinen Fallschaden. Hallöchen, mein Freund. Gut. Schattengold, okay. Ah, siehste. Ja, es geht wieder ins Schleichen rein. Nicht entdeckt werden, gibt es nochmal extra Punkte. Wenn du nicht von dem Schattengold zu erhalten. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt, der wollte mich verarschen. Ja, ist ja gut, ich will ja... Ist die Frage, kann ich jetzt im Schatten? Ja, ich kann. Cool. Nice. Ach, ich krieg jetzt... Für jedes Mal, dass ich das schaffe, krieg ich extra. Shane. Ja. Oh, dass das ewig nicht weitergeht. Solange Text da steht, kann ich nichts drücken. F. Der F gedrückt, um Pfeifgebiet anzuzeigen. Okay. Ist ja krass. Da kann ich die Lautstärke bestimmen, wie laut der pfeifen soll. Achso, dann muss ich jetzt. Das ist ja ein bisschen blöd. Ich kann die. Wenn ich die F-Taste loslasse. Dann. Also ich muss, während ich F drücke, G drücken. Das ist ein bisschen blöd. Schnell, 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 schnell. Mach's gut. Das gefällt mir. Okay. Oh geil, das geht auch. Jumpsliden. Good to have you back, my friend. Neue Animus-Benachrichtigung. Oh, wir haben Animus. Also es gibt doch den Animus. Ich hätte jetzt gedacht, wir sind jetzt gar nicht im Animus, sondern spielen mal echt, echt. Beste Szene, wo ich geslidet bin. Ja, komm noch besser. Da oben gibt es auch noch was. Ein Animus-Fragment. Oh. Das wird noch, nur das wird verraten. So. Sync-Punkte. So wie du die Adler-Dinger. Animus-Scherben, okay. Truhen gibt's noch, Munitionsdepot und ein Helix-Boost, okay. Aber es gab doch gerade irgendwas. Ich dachte, es gab wieder ein Update zum Lesen oder so. Anscheinend nicht. Ob man die auch runterzerren kann? Stipp. 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 Ich hab mal die andere Taste benutzt, weil
Wäre ja sonst zu langweilig. Ist das eine Kiste, die ich nehmen kann? Nee. Geht nicht. C. So. Und da rein. Cool. So langsam komme ich rein. Halt. Schatten. Wie Schatten? Ich kann hier raus auch attackieren. Es wird ja mal geiler. Das wird ja mal geiler. Leiche im Loch, Leiche in der Kiste. Mal sehen, was wir noch so finden. Aber so kann ich die Monsters nicht verwenden, nur wenn wirklich eine Aktion ist. Schade eigentlich. Aber langsam wird es echt. Schattengold. V. Was? Wir haben echt Adlerauge auch, ey Leute. Wird ja mal cooler. Warum leuchtet denn das so? Jetzt wird's aber tricky, ja? Ich weiß nur nicht, wozu ich das jetzt machen sollte. Das hätte ich jetzt auch so gesehen, dass da zwei laufen. Ja, gut zu wissen, dass da noch ein Sound kommt. Jetzt nehmen wir mal die andere Maustaste. Noch macht dasselbe, schade. Okay. Wir werden bestimmt auch ein paar Mal entdeckt. Was? Fernglas ist am Skizzel? Oder was hast du geschrieben? Stitzel? Aha, müssen wir noch pfeifen. Benutze Knallkörper. Also jetzt wird es langsam ein bisschen viel, ja? Scheiße. Benutze Knallkörper, um Wachen zu betäuben. Wähle den Knallkörper mit 3 und halte F gedrückt. Ziele mit Maus und drücke dann G. Och, willst du mich verarschen? Also 3. F. Warum G, Alter? Da muss ich ja... Das ist doch total behindert. Wie soll ich denn von mit dem Zeigefinger von F auf G kommen? Es sei denn, ich roll rüber. Ein Pfeifen hätte es nicht gebracht, oder wie? Na toll. Das Problem war, das ist nicht weitergelaufen. Haha. Also nochmal. 3. F. Ey, willst du mich verarschen? Dann rennt der nicht. Ich probiere es nochmal. Aber wir haben noch einen Knallkörper. Super. F. Anzielen. G. Jetzt kann ich rennen. Super. Nicht so, mein Freund. Oh, da muss ich mich echt noch dran gewöhnen. Das sieht mich doch, oder? Ich traue mich gar nicht. Echt?
Echt jetzt? Wenn sie labern, sind sie beschäftigt. Gut. Bling. Kann ich mir davon was kaufen? Soll ich darüber springen? Alter. Ich jetzt? Die sind echt bedient. Geil. Gut. Brauche ich nicht mal. Okay. Also gibt es so Stellen, die man, wo man nicht davon kommt, also ohne komplett dran vorbeizugehen. Die muss ich am Leben lassen, so ein Scheiß. Lol, ja. Kann der hier reingucken? Hey. Okay. Oh, ich würde ja am liebsten sofort dahin rennen, aber. Okay, ich hätte es geschafft. Gerade so, aber ich hätte es geschafft. Ich habe gerade mal kurz gezählt, die Sekunden, solange ich Zeit habe. Ist die Frage, kann ich rennen, solange ich nicht in deren Hörreichweite bin? Eigentlich schon, oder? Komm, 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 komm. Die sind recht nah beieinander. Da haben wir wieder Knallzeug, Leute. Ich muss sie drückt halten. Knallkörper eingesammelt. Yeah. Gut, die musste ich am Leben lassen. Ist jetzt auch nicht so schlimm, oder? Ist ja schlimm, ey. Hier muss ich ja welche am Leben lassen. A little distraction could help me here. Ich weiß auch nicht, was Naruto macht. Hat die eine Antwort schon geschrieben, was ist? Drück mal MEC ein. Mit Ausrufezeichen. So. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was ich machen soll, aber ist ja egal, ne? Kann ich denn auch runterspringen und die killen? Das muss doch auch möglich sein, oder? Warte mal, die sehen die gar nicht, oder? Ach, scheiße. Ich bin schon tot, scheiße. Okay, ich darf also wenig sterben. Naja. Was ist denn früher bei dir? Bevor ich meinen Rechner neu gemacht hatte? Das muss ich dann nochmal synken. Aber ich bin noch nicht fertig mit den Einstellungen, mit Stunden und Punkte und Ränge. Ich habe erstmal grob drinne. Ich habe in Naruto aber auch schon ein bisschen mehr gegeben an Punkten. Stunden stelle ich jetzt nicht extra neu ein. Es gibt auch schon Sachen, wo man die Punkte schon ausgeben kann, aber ja, das mit den Ringen kommt dann noch. Ich muss da drüben hin. Das heißt, ich müsste erstmal pfeifen hier hinten, oder? Oder soll ich den betäuben? Scheiße, das ist jetzt echt eine gute Frage. F ist pfeifen. Ah, 1, 2, 3, 4, okay. Gut zu wissen. Alter. Oh, endlich. My revenge can begin now. Ja, Naro ist schon dabei, ich weiß auch nicht. Immer. Okay. C ist blocken. Hey, ich hab C gedrückt, du. Ich drück doch C. C und D, okay. Ach du Scheiß. Oh Leute, da muss ich mir vielleicht nochmal. Ich glaube,
in der Form ist, aber in der Form ist dann Controller doch geiler. Ich drück doch Leertaste. Will du mich verarschen? Okay. Ach, beim Blocken? Vorwärtsrolle. Ach du Scheiße. Okay. Hallo? Ach du Scheiße. Ja, das wird ja lustig. Ach du Scheiße, ist doch kacke. Mit dem links, rechts? Also ich glaube, muss mein Zeigefinger muss ich leider in drei Finger teilen. Für F, G, D und C. Scheiße. Okay, da komme ich. So. Zack, 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 zack. Standard attacks are quick. Ah. Boah, sieht cool aus mit dem Blut da noch so. Der ist jetzt weak. Zack, zack. Kurzer Prozess. Boah, geil. Ey. Chui, das ist doch falsches Spiel. Cool. Die Moves, die fallen mir. Ja, es sind, man muss klar mal reinkommen. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt harter und weicher Angriff. Ich frage mich immer noch, wo mein Seil geblieben ist. Das habe ich jetzt einmal verwendet und seitdem nie wieder. Yippie! Oh. Nee, 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 ich bin schon weg. Was ist das? Ein Tor? Ach, das muss ich bestimmt aufmachen jetzt. Ja, ich könnte wetten, jetzt gibt es einen kleinen Kampf. D. D und nach oben? Ich verstehe das mit dem nach oben immer nicht. Control. Ach so. Ach so, jetzt habe ich gecheckt. Das ist nicht nach oben, das ist die Shift-Taste. Mensch, Leute. Gut, das kann man leicht falsch verstehen. Jetzt kommt das, wo ich das sliden muss. Na, sag das doch gleich, Mensch. Ja gut, wenn du am Anfang, in manchen Spielen wirst du noch langsamer rangeführt von Assassin's Creed. Hier wirst du gleich... Only Y. M. Datenbank. Sag mal, wie kann ich denn die Datenbank angucken? Ach so, ich soll die Karte angucken oder was? Ich dachte, datenbanktechnisch kriegt man hier noch irgendwie Info zu... Text halt, Info zu den Personen oder sonst irgendwas. Oh, okay. Ich hab nichts gesagt. Da hinten ist das Teil. Und hier unten ist auch noch eins. Okay, man kann sich nicht so fallen lassen. Ich brauche C. Bling, bling. Na, fall mir jetzt nicht von der Leiter her. Ja, bloß gut, dass die nicht 3D gucken können, sondern nur links, rechts. Oh ne, das wollte ich nicht. Ich wollte springen. Also die hat schon eine geile Reichweite vom Springen, ja. Soweit wir immer fliegen können. Wir sind schon bei 880 Punkten. Solange mir nichts abgezogen wird, wenn ich sterbe. Oh hier. Bip, 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 bip.
Cool, kommt man da auch irgendwie seitlich hoch? Sehr cool. Muss ja irgendwie, ne? Das ist eine hintere Ebene, oder? Ne, eine obere. Doch, das müsste eine hintere Ebene sein. Deswegen 2,5D. Da gibt es so zwei 2D-Ebenen quasi. Okay. Da hoch kann man nicht. Komm mal hier weiter. Ich guck nochmal kurz in M. Hier irgendwas. Da kommen wir raus. Das ist ein Extra. Oh, da gibt es noch eine Kiste, oder? Das ist wie eine kleine Extra-Herausforderung jetzt zum Schluss. Wir können auch mal kämpfen, wenn ihr wollt. Ist ja nicht so, als würde man hier nur... Ich meine, ich habe, glaube ich, nicht groß viel die Auswahl, ne? Ich würde ja gerne mein Seil verwenden oder so. Ich habe auch keine Taste bekommen, wo ich das benutzen darf. Was ich auch komisch finde, oder? Das muss doch hier irgendwie... I, wie Inventar? Nee, Tab. Schade eigentlich. Na, ich denke mal, wenn wir das verwenden dürfen, dann zeigen die das schon. Was jetzt? Ach so. Erreicht. Attentat auf die Wache üben. Das ist zufällig die hinterste Wache, wo wir erst links rum müssen, ne? Adlerauge? Ja, welcher sonst? Und so kommen wir dann wieder runter. Ohne wieder rum zu müssen, okay. Gut, 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 gut. Da kommen wir runter. Ach, ist nicht wahr. Das war ein dummer Zufall gerade. Cool. Aber kann ich auch hier hochklettern? Das wäre cool, wenn ich jetzt hier noch hochklettern kann. Okay, ich dachte mir, das ist ein Totenkopf, probierst du es mal. Nice. Tja, Leute. Das wird ja doch einfacher als gedacht. Das ist ja geil. Das ist ja doch 3D'er, als ich dachte. 3D'er. Jetzt müsste ich nur noch... Moment, da muss man davor stehen. Knallkörper. Na toll. Ich kann nicht mehr als zwei haben. Oh, da ist ein Totenkopf. Geil. Das probieren wir gleich mal. Moment. Ich hoffe nur, ich kann es mit einem Seil machen. Wäre viel cooler. Mach's gut. Schaffe ich das noch? Nee, schaffe ich nicht mehr. Oh, der ist aus den seinen Bereichen raus. Oh nö, komm noch ein Stück, mein Freund. Schade eigentlich. Ja, ja, ja. Mach's gut. So, mein Freund. Ah. Der kann auch nicht weit gucken. Braucht man eine Brille. Ich will es zwar nicht riskieren, aber ich hätte ja genauer ansehen. Oh. Jetzt dreht er um. Oh, wenn ich wüsste, dass da noch nicht noch einer ist, dann würde ich sofort hinsprinten und den killen. Ey. Der hat eine Armbrust. Wir versuchen mal das erste Level mit Silent. Ne? Ich würde so am liebsten mal durchmetzeln hier, aber... Okay, ich komme gar nicht näher ran. Da ist keiner mehr. Doch, doch, da ist noch der mit dem Schlüssel, mindestens. Komm, schneller, schneller. Ach, da ist doch keiner mehr. Entschuldigung. Ich dachte, das geht noch eine Etage weiter. Wie kriege ich jetzt... Ach, die Schlüssel hat er einfach so geholt. Okay. Hopp. Einmal so und dann C. Ja, also haben wir doch langsam raus. Mach's gut. Komm her schon. Guten Tag. Aber nur wenn you can. Mach's gut. Mein eigenes Zeug zu killen.
So, mal sehen, ob jetzt hier noch ein paar Gegner kommen. Interessanter wird's auf jeden Fall. Oh, ist das der Endgegner schon? Your man did not capture me, girlfriend. Oh. I allow myself to be caught. I was exactly where I wanted to be. Close enough to kill you. Das ging ja dann doch schneller als gedacht. Where is the box you took from me? Far from your reach by now, assassin. One of your tiger brothers must have it. No matter. I will find which one and retrieve it from his still warm corpse. Do you even know what the box is? I know it belongs to the Brotherhood. How naive. Thinking you can retrieve the box. Thinking that killing me will achieve anything. Killing just one of you will not give me the vengeance I seek. You are the first of the tigers to fall, but you will not be the last. Okay. Ist cool. Erster Eindruck? Gefällt mir. Tasteneindruck? Naja, bis auf dass ich drei Zeigefinger brauche, ist schon ganz okay. Man kann sich's bestimmt noch besser belegen. Aber nicht so an Kampf denke. So dann meine Finger auf A, W, D habe. Und dann W und D, C brauche zum Blocken. Das ist schon. Oder auf der anderen Seite nicht nur W, D und C, sondern auf der anderen Seite muss ich ja, wenn sie von links kommen, A und C drücken. Das wäre noch machbar. Von links. Okay. Guck mal, Gold, 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 Leute. Sehe ich das richtig? Oh, wir sind so gut. Verbesserte Gesundheit? 550. Ach, das ist das Upgrade, was ich bekomme nach Abschluss. Ich dachte, ich musste noch was machen. Gut. Naja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Okay, fortsetzen. Plus 1. Wahnsinn. Ich brauche auch 550. Beweg dich mit den gewünschten Richtungen, während du dich in einem Versteck befindest. Drücke Leertaste für das nächst verfügbare. Oh, das ist ja auch cool. Kannst du zwischen den Verstecken, also wie normal in anderen Spielen, zwischen den Deckungen hin und her springen. Spannend. Wähle die Wurfmesser mit 2 aus. Oh cool, jetzt kommen noch Wurfmesser dazu. Da bin ich mal gespannt, was dann 4 ist. Ja, das gedrückt halten. Wenn du bereit bist, drücke G. Das ist ein bisschen blöd, finde ich. Weil F gedrückt halten und G gleich daneben mit dem Zeigefinger zu drücken. Da muss man halt so rüberrollen, oder? Ich müsste wirklich dann die zweite Hand nehmen. Okay. Geht ja mal gar nicht. Die zweite Hand. Lärmpfeile. Na, jetzt wird interessant. Leute, jetzt haben wir ein kleines volle Equipment. Ich glaube, dann gibt es auch gar nichts mehr. Gleich im ersten Level alles freigeschalten hier. Mit 4 haben wir dann. Okay. 1 ist Pfeifen, 2 sind Wurfdinger, 3 ist das die Knaller und 4 sind die Pfeile. Und dasselbe wie immer. Auswählen, zielen, schießen.